Ma foi, il était prévu de parler en allemand, donc les slides sont en français. Mais bon, en principe, mon allemand, tous les romans le comprennent, donc ça devrait bien se passer. Voilà, also eben, ich werde dann auf Deutsch wechseln. Es freut mich besonders jetzt mal der täglichen Arbeit, einen Trainer im Laufbereich zu zeigen. Was sind meine Probleme? Was ist diese spannende Problematik der Trainingsplanung? Mit welcher Entscheidung muss ich mich befassen jeden Tag? Manchmal ist es eng. Manchmal ist es ganz knapp. Manchmal fehlt es ganz, ganz wenig. In diesem Fall hier, das ist die Halbfinale von den 800 Meter Frauen in Rio. Es fehlte 3 Zehntel für Selina Büchel, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Und dann natürlich fragt man sich, haben wir das Richtige gemacht? Was hat es gefehlt? Haben wir zu viel? Haben wir zu wenig? Die anderen Damen sind ziemlich parat, die trainieren sehr viel, die trainieren sehr hart. Haben wir genug früh genug Trainingsplan rausgenommen? Fehlte dann einige Trainings? Und eben nachher muss ich das doch das umsetzen. Ich muss mir entscheiden, was ich dann am heute Morgen als Trainingsinhalte definieren. Ich muss mir entscheiden, was gibt dann am Nachmittag, was gibt dann nach morgen, Vormittag, Nachmittag. Natürlich, diese Entscheide, die ich treffen muss oder darf, die sind nicht alleine. Alles hat einen Einfluss. Was ich hier entscheide und hier entscheide, hat einen Einfluss, was ich dann am Samstag, Sonntag oder Montag oder nächste Woche oder nächsten Montag machen kann. Und was ich dann heute trainieren kann oder respektive morgen, dann wird beeinflusst von was ich gestern, vorgestern und die letzte Woche gemacht habe. Aber ich muss mich doch entscheiden. Nehmen wir diesen Beispiel, das typische Training für die Läufer, 10 mal 400 Meter. Sehr, sehr angenehmes Training. Für den Coach. Weil das ist 10 mal. Es ist nur praktisch, es ist rund. Und 400 Meter auf der Bahn, das ist eine Runde, dann muss ich mich nicht viel bewegen. Ich stehe auf der Startlinie, es wird die Ziellinie und ich kann stoppen. Aber jetzt ohne Witz, das ist eine von den meisten gemachten Training. Das ist ein typisches Training für den Läufer, 10 mal 400 Meter. Eben, aber die Frage ist schon, wieso mache ich nicht 15 mal oder 20 mal? Das ist auch rund. Oder 7. Das ist aber nicht rund. Darf ich überhaupt? Ja, 400 Meter ist eine Runde, oder wieso nicht 300 oder 500? Hat das einen Einfluss? Ist es ein anderes Training? Was sind die Konsequenzen? Oder vielleicht diese 10 Mal könnte ich als 2x5 oder 3x3 mit so Serienpausen dazwischen. Gebe ich Vorgaben in 62, 65, 72 oder immer schneller? Gebe ich 1 Minute Pause? Natürlich 1 Minute, weil es rund ist. Könnte ich auch 3. Was ändert das, wenn ich 3 Minuten Pause gebe oder 5 Minuten 25? Das machen wir nicht, das ist doch unklar, 5 Minuten 25. Könnte ich die auch in and out machen, also mit 50 Meter schnell, 50 Meter rollen? Das wäre noch eine gute Idee, etwas Vorermüdung generieren, 20 Minuten Mitteltempo und dann gehe ich in meine Session von 10 mal 400 Meter. Mache ich auf der Bahn, in Spikes, könnte ich als Hügelläufe machen. Oder anders, etwas ganz anderes, also ein Max-Krafttraining, etwas Technisches, Laufschule, anaerobe Schwelle, V2 Max, Grundlagenausdauer. Wow. Aber ich muss mich entscheiden. Und der Athlet behauptet, ich kann ihm helfen, schneller zu werden. Die Eltern meinen, dass ich werde ihre Kinder schneller machen, Olympiasieger, und dann werden sie sich viel Geld verdienen. Und jeden Tag muss ich dann, was ich behaupte, als richtige Trainingsinhalt definieren. Das Training ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mit meinen Inhalten muss ich eine Störung generieren. Eigentlich bin ich kein Trainer, bin ich ein Störer. Ich muss diese Perturbation generieren, damit die ganze Kaskaden von Reaktionen ja, also beginnen. Weil am Schluss, was mich interessiert, das sind diese strukturellen, funktionellen Anpassungen. Und meine Inhalte müssen das erlauben. Falls das nicht passiert, der Athlet schwitzt doch, der verbrennt doch Kilokalorien,
Aber der Trainingseffekt ist das wahrscheinlich ziemlich gleich null. Wenn keine Anpassungen, kein Trainingseffekt, keine Verbesserung. Und dann muss ich natürlich dann die richtigen Übungen, die richtigen Belastungen, Intensitäten wählen, damit das geschieht. Und das ist spannend, weil wie sicher bin ich? Der andere Punkt ist noch, ich muss dieses super genialen Training definieren, die richtigen Pausen definieren. Das muss nachher noch zusätzlich an der richtigen Moment geschehen. Ist der Athlet überhaupt in der Lage, von meinem genialen Training zu profitieren? Kann sein Körper damit etwas anfangen? Oder bin ich weit drüber? Oder ist es ein Unterreiz? Bringt er das gar nicht? Deshalb, was wir machen, den Trainer, ist ganze Jahresplanung aufstellen, die ungefähr nach 4 Wochen dann gar nicht mehr gültig ist, weil der Athlet schon krank, verletzt oder in den Ferien war. Leider ist es so, aber dann landet er bei euch und dann ist es, kommt wieder ganz schnell wieder gut. Wir probieren, eine die höchst tolerierbare Belastungen zu generieren. So viel ich mache, je mehr ich mache, desto besser. Ich muss viel und hart trainieren. Aber das, wenn möglich, kontinuierlich. Deshalb muss ich spielen mit der Trainingsbelastung. Man schon Erholungswochen, ruhigeren Wochen, harten Wochen, Blocks. Und jetzt kommt es spannend, weil wenn ich jetzt einen Zoom mache von diesem Block hier, in der Woche 29, 30 und insbesondere diese 2 Wochen, das sagt noch nichts. Das ist, was ich gern machen möchte. Ich möchte wirklich eine ganz strenge Woche machen und dann die Woche 30 dann etwas ruhigerer. Aber das sagt noch nicht, was der Athlet am Dienstagmorgen, am Samstagabend oder am Donnerstag trainieren soll. Das muss ich noch machen. Gut, kein Problem, ich fühle mit meinen Inhalten. Und jetzt kommt die erste Problematik. Wie weiß ich als Trainer, dass meine Inhalte der Woche 29 tatsächlich eine Belastung generieren werden, wie ich mir das vorstelle? Wie weiß ich, dass diese Inhalte von meiner Woche 30 tatsächlich eine Woche, die fast ungefähr die Hälfte entspricht der Trainingsbelastung der Woche 29? Wie weiß ich das? Und dann ironisch gemeint, ja, das weiß ich, weil ich ein Grundtrainer bin. Ironie, ja? Und schlussendlich, ich werde zum Glück nicht trainieren. Das macht der Athlet. Das heißt, schlussendlich, was zählt, ist, welche Trainingsbelastung kriegt er? Oder sie, nicht ich. Aber mindestens ich muss kohärent sein mit meinem Wünsche. Und im Idealfall dann kriegt er die gleiche Belastung, wie ich mich das vorstelle. Und das ist spannend. Und das ist jetzt, was ich euch probieren werde, zu zeigen, wie wir das machen. Zusammengefasst, eben stimmt meine Jahresplanung mit meiner Detailplanung. Stimmt meine Planung mit, was der Athlet tatsächlich spürt, wenn ich eine Erholungswoche plane, erlebt er das tatsächlich eine Erholungswoche oder ist es eine mittlere Woche? Natürlich trainiere ich eine Gruppe von Athleten. Kriegen jede Athlet die gleiche Trainingsbelastung? Vermutlich nicht. Und als Trainer, wie kann ich das kontrollieren? Die lieben Trainingstagebücher. Läufer sind manchmal sehr akribisch. Viel mehr als Sprinter natürlich, oder die können tausenden Sachen in den Trainings, in den Heftchen schreiben. Nun, für mich als Trainer, das hilft mir nicht so viel. Es ist zwar interessant, sogar wenn ich jetzt meine Trainingstagebuch sehe von 20, 25 Jahren her, es ist sehr lustig. Aber das hilft für die akute Trainingssteuerung, für die Modifikationen, für die Anpassungen in den Trainingsinhalten nicht so viel. Und deshalb zeige ich euch jetzt diese Methode, die wir verwenden, mit vielen Athleten, mit vielen Verbänden, auch insbesondere bei Swiss Athletics. Diese Session RPE-Methode, RPE für Rate of Perceived Exertion, subjektives Belastungsempfinden, wurde von Karl Foster entwickelt. Und es geht wieder um eine Skala, 0 bis 10. Zwar 5 ist nicht mittel, 5 ist schon hart. Und der Athlet, sagen wir, die Gesamtdauer seines Trainings aufschreiben. Und dann muss ich diese Note eingeben und mit einer ganz einfachen Multiplikation haben wir die 90 Minuten mal 8. Das war dann ziemlich hart. Ne? Also nicht nur ziemlich hart, sondern
fast extrem hart, gibt es 720 Punkte. Da gibt keine Einheiten. Das ist nicht Laktat oder weiß ich was. Speziell der Athlet muss das 15 bis 30 Minuten nach dem Training bewerten. Nicht unmittelbar nachher, wenn er noch am Boden liegt oder weiß ich was. Es ist wirklich, geht duschen und dann antwortet die Frage, die seine Mutter, seine Vater ihm fragt, ich habe keine Ahnung von Sport, und wie war dein Training? Und dann nicht intellektuell so, ja, pff, na, heute ist es ja ziemlich streng hier. Oder nein, heute war es ganz, ganz, ganz locker. Diese Methode wurde validiert in den verschiedenen Papers, also gegenüber den physiologischen Merkmalen. Auch die Reliabilität wurde auch überprüft. Also das ist nicht von mir erfunden, das ist schon in der Literatur. Das bewertet er jeden Trainingseinheit und am Schluss der Woche kriege ich einen Totalpunkt. Es ist unabhängig, ob es war Kraft, Schnelligkeit, Grundlagenausdauer, Intervall, ob es war ein technisches Training oder Sprünge. Das ist was für eine Belastung hat der Athlet gekriegt. Auch unabhängig von was ich geplant habe. Das ist sein Message. Und dann natürlich, wenn ich dann Woche zu Woche das mache, dann habe ich wieder den Verlauf, die Entwicklung von der Trainingsbelastung oder anders gesagt Trainingsbeanspruchung. Und das ist, was er gespürt hat. Wir gehen noch ein kleines Stück tiefer. Und das ist, diese Training-Load, sind 2500 Punkte immer gleich streng? Und für das lernen wir einen Monotonie-Index. Nicht eine Monotonie der Trainingsinhalten, ob wir haben einmal eben Sprünge oder Speed oder V2-Max-Training, sondern der Trainingsbelastung. Kriegt der Athlet jeden Tag die gleiche Trainingsbelastung oder variiert es? Und das ist die Mittelwert durch die Standardabweichung. Hier habe ich zwei Wochen, wo A, wo B. Beide entsprechen eine Trainingsbelastung von 3100. Mittelwert ist natürlich gleich. Und dann ist die Frage, welche Woche ist die strengste? Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen diesen zwei Wochen? Visuell schon. Ist eine Woche strenger als die andere? Wer meint, Hand hoch, die Woche A ist strenger als die Woche B? Schon ein paar. Wer meint, Woche B ist dann strenger? Ja, etwas weniger. Wer meint nichts? Ja, die machen schon Angst, diese Peaks hier, oder? Da sind keine Peaks, es ist ruhiger. Da gibt es Erholungstage und da keine. Soll ich mehr diese Variante in der speziellen Vorbereitungsphase nutzen, der andere mehr in der Wettkampfphase? Die Literatur zeigt uns, dass wenn es eine hohe Trainingsload gibt, eine hohe Trainingsbelastung, dann ist eine Woche nach dem Modell A strenger. Weil eben, es wird nie erholt. Es wird permanent belastet. Und sagen wir es im Elitenbereich, die trainieren seit Jahren. Wie viel muss ich Gas geben? Wie groß muss der Reiz sein, damit überhaupt noch eine Anpassung geschieht? Wenn ich joggen gehe, da kann ich machen, was ich will. Ich mache sowieso Fortschritte, bis ich nachher in der Physio lande, weil ich übertreibe. Aber im Elitenbereich ist es schon hart und intensiv. Und deshalb, ich brauche diese Tage, die auch ziemlich streng sind. Und wenn ich streng oder hart trainieren möchte, muss ich auch erholt sein. Also diese Wochenverteilung sind einfacher zu verdauen. Schauen wir mal, eben die Mittelwert der Trainingsbelastung durch die Standardabweichung, hier natürlich klein, gibt es einen hohen Monotonie-Index und hier große Standardabweichung, Mittelwert durch diese großen Zahl gibt es eine kleine Zahl. Um noch besser einzuschätzen, wie wirklich streng waren diese 3100 Punkte. Hier ein interessantes Paper über den Link zwischen den Überbelastungszeichen oder Verletzungen, Erkrankungen bei hohem Trainingsload und hohem Monotonie-Index. Gut, konkret bei Swiss Athletics habe ich so Excel-Spreadsheets vorbereitet, wo der Athlet kurz seinen Trainingsinhalt beschreibt. Und dann diese zwei Zahlen in der entsprechenden Kategorie schreibst. Ein paar zusätzliche Parameter, die ich später erwähnen werde, ein paar Bemerkungen. Und am Schluss habe ich diese Übersicht der Woche.
Das ist Excel ist super, habe ich die Anzahl Trainingstagen, Trainingseinheiten, Trainingsstunden, diese Training Load, meine Monotonie-Index, die Laufkilometer, weil Läufer brauchen doch die Laufkilometer zu wissen. Das ist doch ein wichtiger Indikator, aber es ist ein Umfangindikator. Und mir interessiert die Trainingsbelastung oder Beanspruchung. Und diese Zusammenfassung der Woche, es wird immer kleiner, geht natürlich in meine Jahresübersicht wieder mit meinen Trainingstagen, Stunden, Training Load, Monotonie, Laufkilometer etc. etc. Und hier habe ich das ganze Jahr von meinem Athlet. Der Athlet schickt das dann jeden Sonntag oder ich habe ein Dropbox-System, wo ich dann jedes Tag konnte ich dann überprüfen, wie war die Trainingsbelastung, wie sieht die Woche aus, sind wir zu hoch, sind wir zu tief, ist der Verlauf genau derjenige, den ich mir wünsche. Und natürlich nachher für die Saisonauswertung. Ich muss schon noch verstehen, wieso waren wir so gut, wieso waren wir vielleicht so schlecht, was hat gefehlt, in welcher Phase. Und das ist ein typischer A3-Ausdruck, wo wir dann verschreiben und dann die Saisonauswertung machen mit den Athleten. Jeder Athlet von den Kader von Swiss Athletics im Laufbereich, Nachwuchs und Elite, müssen das ausfüllen und mir das regelmäßig schicken. Es ist zwar eine Art Kontrolle, aber der Grund ist auch der folgende, dass wenn ich will, guten Tipps geben an den Heimtrainer, der Athlet interessiert in diesem Fall wenig, weil ich muss den Heimtrainer überzeugen, dass dieser Inhalt wäre noch gut. Und dann bringt er in den Trainingsplan der Athlet, ich muss schon wissen, wie sie trainieren. Weil es macht keinen Sinn, dass ich einen Input gebe, der außerhalb ihrer Trainingsphilosophie oder ihren roten Faden ist. Deshalb haben wir dieses System, wo sie dann Trainingstagebücher senden müssen. Kurz ein Beispiel. Also ein anderer Sportart ist hier Mountainbike. Rot ist, was der Trainer geplant hat. Weil als Trainer kann ich auch in diesem Spreadsheet dann meine Einschätzung, es wird 120 Minuten einen 4 geben und 50 Minuten einen 7. Und dann habe ich auch meinen eigenen Belastungsverlauf und dann kann ich das einzeln vergleichen mit, was der Athlet schlussendlich spürt. Ja, und der Trainer ganz sorgfältig planen, 3 Wochen hoch, 3 Wochen hoch, 3 Wochen hoch, eine Woche dann etwas tiefer, 2 Wochen Trainingslager, Erholungswoche und dann geht es weiter. Und dann die ersten 6 Wochen bleibt der Athlet auf dieser Stufe, wird nachher krank, aber kann nachher wieder weiter trainieren. Und dann ich als Trainer, natürlich sollte ich nicht ganz happy sein mit diesem Verlauf, da steht, zeigt das ist ein Problem. Nicht, dass der Athlet falsch gemacht hat oder der Trainer falsch geplant hat, aber es gibt ein Problem. Was entscheide ich als Trainer, wenn ich vor dem Trainingslager stehe, ich plane eine Erholungswoche, man sieht deutliche Senkung der Trainingsbelastung und der Athlet folgt das nicht. Er ist nicht in dem Zustand, wo ich meine. Soll ich ändern? Genau das gleiche nachher. Erholungswoche, nicht wirklich eine Erholungswoche. Soll ich dann meine Wochen hier anpassen? Und so kann ich Woche zu Woche folgen, was passiert. Die Trainingsbelastung ist vielleicht nicht nur von der Trainingsintensität definiert. Er hat vielleicht eine strenge Phase in der Schule oder auf dem Job oder privat. Oder es ist besonders warm oder besonders kalt. Das ist wahrscheinlich die Realität. Nicht, ob ich meine, das ist jetzt 10 Kilometer in 4 Minuten Schnitt. Nein, diese 10 Kilometer in 4 Minuten Schnitt sind nicht immer gleich hart. Das sind 2 Athleten, die zusammen trainieren. Der eine ist ein bisschen besser, nein, ist deutlich besser als der andere. Der andere will unbedingt aber mitmachen. Und dann irgendwann stirbt er wahrscheinlich. Das ist mein Sprachenproblem. Ich kann nicht keine Nuancen machen. Das ist jetzt wieder die Gesamtebene. Wenn ich jetzt etwas tiefer gehe in der Training selber. Ich möchte diesen Stimulus generieren und ich will Anpassungen generieren. Das heißt, ich bilde Trainings, die wirklich die dienen um die Anpassungen. Aber ich kann nicht vom Anfang an sofort einen riesigen, großen Reiz für den anaerobe Schwelle zum Beispiel. Ich muss vielleicht defensiver beginnen. Also ich muss Trainings designen, die einfach eine Vorbereitung sind für diesen Reizanpassung. Und dann manchmal in der Wettkampfsaison, Sommersaison, ich muss dann Reizen definieren, Trainings definieren, die Anpassungen, die ich über den ganzen Winter generiert habe, das doch behalten.
Weil der Körper, so faul wie er ist, der meint, ah, es scheint, dass diese Anpassungen braucht der Typ dann nicht mehr und dann gehen die Anpassungen weg. Und ich muss ihm immer bluffen und probieren, dass doch, behält noch diese Anpassungen, die sind doch gut, ich brauche sie. Eben, dann es gibt so Trainings, die sind nur da, um diese Anpassungen zu behalten. Und dann, wir haben doch mit Mensch zu tun. Und manchmal, der Mensch hat auch ein Brain und Sorge und ich muss manchmal Trainings designen, die ich nenne so Pimp My Brain. Das ist nur, damit der Athlet sich nachher gut fühlt. Er hat das Gefühl, er hat ein gutes Training gemacht, er ist einfach schnell und dann er ist zufrieden. Und ich bringe ihn wieder auf die Vertrauen, in der Vertrauenszone. Ich gehe nicht ins Detail, aber eben, wenn ich so die Grundlagen Ausdauer oder anaerobe Schwelle oder V2-Max-Training oder die disziplinspezifische Trainings, wie ich hier für den 1500 Meter zeige, dann die verschiedenen Funktionen. Ihr seht, wenn ich zum Beispiel eine anaerobe Schwelle-Training mache, dann 3x12 Minuten an der anaerobe Schwelle mit der 3 Minuten Pause. Ich werde etwas defensiver beginnen und vielleicht während der Sommersaison dann nur mal 2x10. Weil während der Sommersaison habe ich dann viel in versorgten Training zu machen. Und ich kann nicht noch zusätzlich einen riesigen anaerobe Schwelle-Training bilden. Über diese spezifischen Einheiten, die sind sehr hart. Und ein Problem, das ich habe, tatsächlich, es wird zu dienen, wie viel darf ich den Athleten in der dunkelroten Zone zu gehen? Wie viel soll ich ihm erlauben, alles zu mobilisieren? Und als Coach, ich bin vor Ort, ich bin vielleicht als Pacemaker auf dem Velo und er läuft hinter mir. Und ich habe eine nonverbale Kommunikation. Ich habe mein Lächeln, wenn ich sehe die Zeiten, die sind so schnell. Und ich sage, ey, come on, weiter so, das ist so super Training. Und dann er geht noch weiter und härter. Und langsam bin ich in einem Bereich, wo das mich viel, viel emotionale Substanz kostet, Energie kostet, die vielleicht nicht zu tun haben mit rein dieser Zeit für diesen 600 Meter oder 800 Meter. Genau. Wir in der Leichtathletik oder insbesondere im Mittelstreckenbereich, wir sind doch auf diesen Zeiten. Ich weiß nicht, ob das kommt auf den nächsten Slide. Genau. Das ist unser Tool. Wir wissen ganz genau nach einem harten Bahntraining, wie zweck bin ich. Und wir sind verbunden auf diesen Zeit. Also dieses Monitoring innerhalb der Session ist doch, es ist basic, aber es ist nur mit der Zeit. Was wir monitoren während die Grundlagenausdauertraining oder die aerobe oder anaerobe Schwelle-Training, das ist natürlich der Pace und der Herzfrequenz, die wir das vergleichen mit regelmäßigen Leistungstests, die wir in Macklingen absolvieren und auch Laktatmessungen. Laktatmessungen sind daher für diesen dann Training geeignet. Ich will kontrollieren, dass es nicht zu schnell wird. Es muss gezielt, auch bei der aerobe Schwelle, auch bei der Grundlagenausdauer. Ich will, dass Sie gezielt in einem Bereich trainieren. Meine Beobachtungen und das Gefühl vom Athlet wird nicht groß berücksichtigt. Im Gegenteil zu den Bahntrainings, wo ich eben mit meinem Velo unterwegs bin, aber ihr seht auf meinem Velo, habe ich hier dann doch meine Stoppuhr, überall Stoppuhr. Da messen wir keinen Laktat, wir messen auch keine Herzfrequenz auf den Bahntrainings. Der Monitoring wird doch gemacht nur mit der Zeit und dann doch meine Beobachtungen. Ich will wissen, mit welchem Aufwand ist er diese Zeit gelaufen. Und auch der Feedback vom Athlet. Aber unserem Tool ist hier der Zeitmesser. Wieso kein Laktat? Das wäre doch praktisch. Wir sind am gleichen Ort, 10x400 Meter, er kommt immer vor mir, dann kann ich schnell stechen. Das haben wir gemacht, der Kollege von Macklingen ist einmal mit uns ins Trainingslager gekommen und dann haben wir Laktatmessungen gemacht in vielen, vielen, vielen Sessions. Und die Laktatmessung ist eigentlich eine Messung der Akkumulation. Das heißt, der Laufzeit, die Pausen, der Anzahl Läufe, die Distanz der einzelnen Läufe spielt eine Rolle und für mich absolut unmöglich zu interpretieren. Es ist zwar schön, kann man für einen Wettbewerb machen, ja, wer kommt am höchsten, aber das, um nachher den anderen Tagen zu steuern, ist für mich kein valides Tool. Wir kommen fast immer auf den gleichen Zahlen sowieso. Außer also natürlich bei den eher Marathon-Tempo, wo dann weniger, sollte keine Akkumulation von Laktat geben, sonst hat er auch ein Problem. Es sind ein paar Jahre dazwischen, aber der Grundpattern scheint zu bleiben.
Das war wirklich mega lustig, wenn Sie zwei, also diesen Bild gesehen haben, weil sie läuft noch genauso im Moment. Aber das gab viele Etappen dazwischen. Als 17-Jährige, ziemlich in der Pubertät, mit 2,11 über 800 Meter, dann war sie Sechste an den U23 EM. Als 20-Jährige mit 2,04, dann war sie zwei Jahre später dann Dritte an den U23 EM. Jetzt kommt es 2,01, langsam interessant. Und bis die Entwicklung als 2015, wenn sie Indoor, also Hallen-Europameisterin war, also geworden ist, und eine Zeit von 1,57,95. Und diese Entwicklung, natürlich muss dokumentiert werden, muss auch eben verfolgt. Und ihr seht körperlich, was für eine Entwicklung ist. Und das ist wirklich jetzt der Hochleistungssport. Das ist mehr auf eben Schweizer Level. Und dann die Etappen wurden gemacht. In diesem Trainingstagebuch, wir nutzen auch das, um den Gewicht ist doch für uns ein relevanter Parameter. Wir ergänzen das mit DEXA-Messungen, auch in Macklingen, für die Körperzusammensetzung und die Knochendichte, um den Optimum zu erhalten. Ich will Athleten haben, die leistungsfähig sind. Und das monitoren wir genau auch im Vergleich, wenn hohen Trainingsload, was passiert mit dem Gewicht oder nicht. Die Entwicklung eine ganze Saison, das ist nicht das Gewicht von Selina Büchel, das ist von Jan Hochstrasser, einem anderen Athlet. Wir haben auch einen Erholungsindex. Wie frisch bist du? Ganz banal. Es ist noch erstaunlich, manchmal arbeiten wir mit ganz banalen Skalen, nicht hochintellektuelle Wissenschaft. Bist du frisch oder nicht am Morgen? Und auch wir monitoren die Schlafqualität. Nicht die Schlafstunden, das wäre wahrscheinlich beängstigend, was wir da sehen würden bei einigen Athleten, aber die Schlafqualität als auch Indikator der Überbelastung. Das ist einer von den ersten Parametern, die sich modifiziert, wenn der Athlet dann im Overreaching oder Übertraining ist. Ja, ich habe wahrscheinlich die Zeit überschritten. Also, Zusammenfassung. Diese Methode von Karl Voss, um die Trainingsbelastung zu quantifizieren, ist eine valide Tool, um trainingswissenschaftliche Daten zu erkennen, also zu dokumentieren, standardisiert zu akquirieren. Es hilft mir, diese Monitoring, diese Entwicklung der Trainingsbelastung, bin ich im gleichen Modell, im gleichen Verlauf, wie ich möchte als Trainer, dann kann ich die nötigen Anpassungen, die Änderungen des Trainingsplans und dann natürlich die Individualisierung machen. Es hilft mir, so nah wie möglich von der nicht erwünschten Zone zu gehen, aber man muss viel und hart trainieren. Banal, aber mega wichtig, wenn es mehr als 5 Minuten pro Tag braucht, machen dann die Athleten es nicht mehr. Und dann frage ich für mich noch wirklich fraglich, es geht nicht nur wie diese 3.000, 4.000, 5.000 Punkten. Mit meinem disziplinspezifischen Training, ich muss aufpassen, dass ich nicht erlaube, der Athlet den letzten Gang zu geben. Alles mobilisieren ist das im Wettkampf. Aber für mich, ich sehr enthusiast bin im Training und ich merke, wow, das Training läuft super schnell. Ich muss auch mich selber bremsen. Weil meine Kommunikation und bewusst beim Athlet vielleicht, das ist, ja, come on, one more. Und das ist ja ein großes Gefahr. Und als Conclusion, genau, es geht eigentlich um ganz banale Sachen zu machen. Es gibt keine Wow-Trainings, die gibt es ja nicht. Sondern müssen die richtigen Trainings im richtigen Moment in der richtigen Reihenfolge machen. Danke.